Keine Frage, sie ist es. Im Trainingsanzug, im neuen Arbeitsdress. Aber es ist da, es ist groß und stark und es kribbelt bis zur Gänsehaut, wenn Körpersprache immer noch einen Namen hat. Alexandra Timoschenko. Die Erinnerungen übermächtig. Dreimal Europameisterin, 10 Weltmeistertitel und 92 in Barcelona, hier die Reifenkür, der Gymnastikgipfel. Gold bei den Olympischen Spielen. Dann der Ausstieg, der Abschied einer Assoluta. Von der Ukraine, von Kiew nach Wien, zum Lebenspartner Oleg. Der Start in das neue, vielleicht eigentliche Leben. Und jetzt, seit Januar, die schwäbische Provinz, Söflingen. Ein Stadtteil von Ulm, 11.000 Einwohner. Und die TSG Söflingen mit einer neuen Abteilung, rhythmische Sportgymnastik. Die Trainerin Alexandra Timoschenko. Sie ist jetzt 23, kein Kampf gegen Kalorien, nicht mehr die 40 Kilo, bei einer Körpergröße von 1,70 Meter. Schauauftritte ja, Honorar 5.000 Mark, aber ohne Trainingsfrohn. Sie hat ihren Beruf, Diplom-Sportlehrerin. Und der Abschied, er war konsequent. Ich wusste noch nicht, was ich will. Ja? Will ich Trainerin sein oder will ich etwas anderes machen? Weil war das schon ein bisschen schwer. Und ja, aber dann kommt wahrscheinlich also eineinhalb Jahre vorbei oder zwei Jahre vorbei, habe ich gedacht, ja, vielleicht doch probiere ich, was ich viele Jahre gelernt habe, warum nicht. Und dann, ja, in Wien, das hat eigentlich einfach nicht geklappt. Und ich finde es so, dass wenn man etwas mit dem Sport macht, das ist ganz klar, oder Amerika oder Deutschland. Also Deutschland. Von Kiew über Wien in den Klosterhof nach Söflingen. Der tägliche Gang in die Geschäftsstelle der Turn- und Sportgemeinde. Ein Verein mit über 4.000 Mitgliedern, mehr als beispielsweise der VfB Stuttgart. 5 eigene Hallen, Breitensport in 19 Sparten und der Dreijahresvertrag mit Alexandra. Monatsgehalt gute 4.000 Mark. Er war nur möglich durch beste private Kontakte mit dem ersten Vorsitzenden. Stützpunkt will man werden, ohne jeden Vergleich mit dem Bundesleistungszentrum Fellbach-Schmieden. Schmieden kann man eine Konkurrenz machen, die sind so großartig und haben viele, viele gute Dinge gemacht, haben wahnsinnig viel Erfahrung voraus. Wir wollen die Erfahrung nutzen, mit denen zusammenarbeiten, vielleicht einmal eine Ergänzung zu sein von Schmieden. Aber es ist klar, wenn man die Beste ihrer Sportart, wie das die Timoschenko nun ist, verpflichtet, will man Leistungssport machen. Und ich denke, wir hoffen, ja, dass man irgendwann einen Athleten oder Athletin rauskriegt, die sehr, sehr gut ist, obwohl man, das wissen Sie ja, keine Athleten backen können. Das geht einfach nicht. Training zwischen 14 und 18 Uhr, dreimal in der Woche, mit 4 Mädchen täglich. Es gab 2 Talentsichtungen, der Andrang war groß, über 50 Kinder. Aber nur 20 schafften die Kriterien. Also wir haben keine Möglichkeit, so viele Kinder anzunehmen. Deshalb sicher, wir haben angeschaut, dass es musikalische Verständnis, dann ja, Beweglichkeit, das war die wichtigste Aufgabe eigentlich, wie man koordiniert alles, das Kind. Aber ich glaube, das Wichtigste das ist, dass das Kind wirklich das will, dass er Lust dazu hat. Das finde ich das Wichtigste. Der Nachwuchs von morgen, zwischen 7, der ideale Einstieg, und 12 Jahren, wie hier Anna im deutschen C-Kader. Und die Trainerin, unter ihren Freunden Sascha, das ist nicht Tante Alexandra oder gar Frau Timoschenko, das ist Alexandra, aber mit der Anrede sie. Und noch wichtiger, das ist ein Vorbild, eine Lehrerin, die begeistert. Training macht halt Spaß, ist nicht irgendwie streng. Sie lacht. Und das ist eigentlich das, was ich toll finde, weil sie es macht mit Freude und auch mit Spaß und bringt mal Pep rein. Tja, so heißt das heute, Pep reinbringen. Und sie hängen an ihren Lippen, sie sind Feuer und Flamme. Unterricht bei einer Olympiasiegerin. Und da gibt es keine Vorgabe. Eine Timoschenko muss mit diesen Kindern nichts beweisen, aber sie kann etwas bewegen.
Vielleicht kommt sie sogar ohne Drill aus. Aber ob dann jemals ein Star aus Söflingen in diesem gnadenlosen Leistungssport im gleißenden Licht steht, die Autogrammwalze erlebt, das weiß niemand. Das ziehe ich 3 Jahre durch, hat sie gesagt. Dann sieht man weiter. Und das Fazit nach 2 Monaten ist so ehrlich wie sympathisch. Ich habe jetzt 20 Kinder. Wir haben das ein bisschen weniger gemacht, obwohl war sehr viel. Ja, und ich bin zufrieden. Ja, gibt es schon gute Kinder. Die hier braucht man für jede Arbeit Zeit, für diese bestimmte Zeit, viel Zeit. Aber ich bin zufrieden bis jetzt. Alexandra Timoschenko und eine Sporthalle in Söflingen. Das ist der neue Alltag, das ist ihr Arbeitsplatz. Und eine Söflinger Schule, sie könnte ein Begriff werden. Made in Germany, made by Timoschenko. Glück auf, Sascha.